Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild mit mir, dem Poderzo. Und wir sind hier gerade in den Deubran oder Deubran Ruinen. Und sind im letzten Part schon auf die Idee gekommen, den Vögeln hier mal zu folgen. Also natürlich, nachdem ich erstmal querbeet irgendwo hingelaufen bin und dann die Fackel ausgegangen bin und ich mich dann grandios verlaufen habe. Ja. Gucken wir uns hier trotzdem noch so ein bisschen um. Aber nochmal verlaufen möchte ich mich nicht. Oh, da ist noch eine Truhe. Die zünden wir an, damit wir Licht haben. Und finden ein Bernstein. Yay! So. Irgendwas sagt. Das wollte ich nicht. Das ist halt das Einzige, was nervt ein bisschen, wenn man irgendwo aus Versehen drauf springt. Ja, das ist dann so. Der Fackel. Was nehmen wir denn? Hier, komm, Feuer. Warte, das will ich mal kurz an. Alter. Boah, das ist. Wir haben doch jetzt hier gerade. Wir haben doch hier. Wir haben doch jetzt bestimmt die ganze Brut gerade umgebracht. Ach du Schande. Ja, aber ist auch gemein mit den Fledermausmengen hier. So. Aber was sind das denn für Geräusche ständig? So. Nächstes gefunden. Geht man diese Schnieche hier rein? Ich würde mal kurz auf dem Bogen, und zwar auf dem starken Bogen, und mit euch. Nicht mit euch, mit euch. Auf jeden Fall Vogel. Warte mal, und wir nehmen jetzt auch mal kurz die hier. Komm, steh auf. Und wir nehmen. Dich! Okay, als wir abkriegen, bekommen wir fast Gebet. So, sehr schön. So, einfach hier, so.
Wo? Da ist die leuchtende Kugel. Ein Rostfahrer, bla bla bla. Linux-Herz. So, ich möchte kurz einen Bogen wegschmeißen, und zwar den hier. So, und nehmen dafür den hier mit. Da haben wir ja ein bisschen geschummelt. Lag da hinten gerade da, also hier ist ein Vogel. Mit einer Fackel. Können wir aber nicht mitnehmen. So. Dann liegt da die Hinox-Kugel. Ja, die Hinox-Kugel. Oh. Ich möchte aber, bevor wir schön den Weg beleuchtet haben, damit es richtig schön edel aussieht, natürlich. Oh. So. Hier noch was ist, genau hier. Hier ist keins mehr, nö. Nee, hier, so. Gut, okay, wir stecken das jetzt erstmal schnell ein. Ist das eine alte Kultur hier gewesen mit Vögeln? Na, pst, komm her, komm her. So, sehr schön. Hier, ja, wusste ich doch, dass hier noch einer ist. Und hier ist bestimmt auch noch einer. Genau. So. Kieto Wawai Schrein. Da gehen wir jetzt auch rein. Mann, 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 Mann. Ich hoffe, dass es nach dem wir hier waren, alles ein bisschen heller ist. Das wäre schön. Ist ja auch logisch. Ich wollte noch mal was kurz gucken. Okay, klappt leider nicht. Ich habe keine Mute-Taste für mein Aufnahmeprogramm. Okay. So. Kieto Wawai Schrein. Was ist wohl in dieser Truhe drinne? Das erfahren wir jetzt gleich. Ein antiker Reaktorkern. Hallo. Ja. Wie viel haben wir jetzt davon? Zwei. So, wenn die Gegner in der Überzahl sind, friere sie mit Eisfallen ein und nutze ihre Unbeweglichkeit aus. Halte doch die Augen nach Sternschnuppen offen, vielleicht findest du an diesem Ort... Vielleicht findest du etwas an dem Ort, wo sie niedergehen. Je nach Ort und Zeit verändert sich die Umgebungstemperatur, du solltest nochmal auf entsprechender Art und Weise... Ja. Jetzt ist die Frage, warte mal. Der Schrein wird mir hier angezeigt. Das ist aber die Frage. Der nächste Schrein, wo ich hin
Komm, Körbe, nee, ich gehe lieber so raus. Weil ich müsste als nächstes hier hin. Na. Ah. Jetzt ist die Frage, wo geht's denn hier zurück? Ah, ist das ja quasi eine Mauer. Oh nein, alle, die angemacht wurden, sind jetzt wieder aus. Müssen da wieder hin. Ah, das sieht trotzdem irgendwie mega, mega cool aus. Das ist der beste Vogel. Na, ich guck gegen die Wand. Hier haben wir noch einen. Frage mich, ob das überhaupt etwas bringt, alle anzuzünden. Ich glaube ja nicht, aber ich kann ja mal so viele, wie ich finde, anzünden. Feuerstab. Da haben wir mal einen Feuerstab entdeckt. Und vor allem mit was für immer. Nee, das Bild muss cool aussehen. Jetzt gebe ich mir mal richtig Mühe. Austauschen. Wir haben hier keine Waffe. Ja, natürlich haben wir einen Platz frei. Komm, hau weg hier. Wir haben jetzt einen Feuerstab. Ah, das war natürlich schlau mal wieder. So. Ah, hier liegen Fackeln. War was anderes. Dann eben anders. Nee, dann halt nicht. Komm, solange das da brennt. Solange das da brennt. So. Okay, also haben wir hier nochmal einen Feuerstab entdeckt. Nein, so weit hoch wollte ich doch gar nicht. Eine Rösteichel. Nee, Röstapfel. Hat zwei Leuchter noch aufgenommen. Alles klar, laufen wir mal raus hier.
Ja, okay. Ich hab so ungefähr einen Plan, was ich haben möchte. Und zwar erstmal hier rauskommen. Danach möchte ich nach. Nach. Ja, wollte ich doch gar nicht hin. Nach Kakariko. So. Ich gehe genau falsch, ne? So, gehen wir nach da. Nee, ich will auch nicht nach da. Ich will... Ach da. Dann sieht man schon wieder den Schrein. So, der Vogel zeigt sich nach da, aber ich laufe trotzdem nach da. Ich hoffe, ihr seid keine Crocs. Wenn ja, dann ja, werden wir das zu den 100% machen. Laufen wir nach da. Und danach sollten wir auch sehr bald da sein. So. Ah, guck mal, da hinten geht es auch schon der Ausgang. Und da sind wir auch draußen. Oh. Gut. So, dann werden wir jetzt, wenn wir den nächsten Schrein... Oh, Mann, 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 Mann. Haben wir vielleicht doch irgendwas nicht fotografiert? Haben wir. Und haben wir auch. Gut, wir werden jetzt verfackeln loswerden. Einmal wegwerfen. Wegwerfen. Ja, da können wir erstmal dich mitnehmen. Blutmond? Bis jetzt sehe ich noch gar nichts. Gehen wir mal kurz dahin. Hier gibt es sehr viele Wölfe. Aber interessant war es ja schon, muss man ja sagen. Oh. Warte mal, oder nee, warte mal, wir gucken erstmal. Doch, der Hammer. Okay, wegstecken, Waffen wegstecken. Sehr schön. Oh, komm. Oh, Klinky Binky. Nehmen wir mal kurz, was hier unten noch ist. Ja, ist unten was Besonderes überhaupt ist. Nee, nicht so aus. Da hinten sieht kommt ein kaltes Gebiet. Da hinten ist nochmal ein Labyrinth. Labyrinth. Yeah. Oben auf den Bergen. Tiefster Winter, weißer Schnee. Bla 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 bla. Ich kann den Text so gut. Wir legen die Bombe hier hin. Und dem Vögel interessiert das gar nicht. Auch gut. So. Gleiten wir einfach mal hier hinab. Damit du nicht nervst. So. Oh.
ich entscheide mich doch für einen anderen Weg. Warte, aber wir können ja eins was schon mal machen. So. Da hinten ist der Drache. Eldra. Eine Eldra-Schuppe. Diese wertvolle Schuppe schmückt A1 den großen Geist Eldra. Verströmt eine unnatürliche Hitze. Man kann sie zum Kochen verwenden. Doch das wäre Verschwendung. Ich glaube, wir werden früher oder später mit Eldra. Was hat der gerade gemacht? Ich glaube, wir werden früher oder später mit Eldra Bekanntschaft machen. Was ist das dort? Da hinten ist ein Grog. Ah. Ja, da wir uns eh früher oder später sehr wahrscheinlich den einen oder anderen neuen stellen müssen, würde ich sagen, wir umlaufen den Leunen. Aha. Aha. Tschüss, Leute. Nee. Mit dem Leuen werden wir uns anlegen, wenn wir ein bisschen mehr, zum Ende hin, das Spiel zum Ende. Vorher traue ich mich das noch nicht so sehr. So, aber was mit den Drachen gemacht werden muss, das weiß ich aber auch nicht. Aber ich glaube, meine Vermutung, glaube ich, dass es was mit dem Labyrinth da oben zu tun hat. Dass wir da nur mit dem Drachen von Eldra, also... Ja, ein älterer Drachen, älterer, mit älterer da hochkommen. Aber ich glaube nicht, dass wir auf ihn laufen können. Ich glaube noch nicht mal mit der Einrüstung können wir da auf ihn laufen. Oder auf ihr laufen. Ich kann es ja leider nicht sagen, was sie ist. So, wir werden mal weiter gucken. Was das so vor wie. Weg als nächstes passieren wird, denn ich würde vielleicht hier hinten was aufdecken, aber dann nach Kakariko, aber Kakariko, und in Kakariko die ein oder andere Sache noch machen wollen. Einerseits will ich mal die große Fee besuchen, nochmal, und die Feen, die habe ich auch, glaube ich, damit gekennzeichnet, ne? Ja, habe ich. Weil, wenn ihr dann jetzt hier nochmal guckt, hier, immer habe ich die. Was habe ich denn hier einen Stempel gemacht? Das muss irgendwas ganz am Anfang gewesen sein. Was war da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich nach Kakariko
Hier nochmal zur großen Fee. Und hier können wir ja mal nochmal sowas machen hier, ne? Nein, das war jetzt nicht meine Intention. Auf jeden Fall haben wir hier auch nochmal so einen Schrein. Da will ich auch nochmal gucken, ob man da was mittlerweile machen kann. Ja, aber erstmal will ich hier hin. Lauf mal den Turm aktivieren. Damit wir... Ach, nö. Wie viele Wölfe gibt's denn hier? Jetzt gewittert das. Hi. Uno, Moment mal. Ah, wie ich Gewitter liebe. Haltbarkeit. Nehmen wir mal so einen Dummkopf-Topflappen. Ausrüsten. Ach, oder Bogen. Wir brauchen auch Pfeile. Es gewittert zu oft. So. Hi. Einen schönen Popoklatsch. So. Wild, wild, wild. Und ich will auch noch in Kakariko kochen, aber ihr wisst ja, dafür gibt es einen eigenen Part. Damit derjenige, die das nicht sehen wollen, weil, ja, ich weiß, es ist uninteressant und so. Letztlich kann ich auch offscreen machen, aber warum denn? Hier wird es also kalt. Gut. Haben wir überhaupt was Warmes zum Anziehen? Also was wirklich Warmes? Was uns direkt warm hält? Nee, ne? Das schützt vor Kälte? Vor Hitze? Du hast das hier. Dafür fehlt jetzt noch ein, zwei Ausrüstungsgegenstände. Ja, donner mal, nicht so viel. Ich glaube, es war auch dumm, hier runter zu gehen. Warte mal, wir können ja mal versuchen, da hinten hinzukommen. Und zwar von irgendwo anders aus. Oh, ich muss mein Bildschirm unbedingt mal sauber machen. Das Ding ist, ich habe mir mal Bildschirmreiniger geholt, aber das hilft doch nichts mehr. Plitsch, platsch, Donnerkrall. Komm. Aber es ist auch interessant, dass es hier hinten wieder kälter wird. Also gehen Ost-Westen. Und da hinten ist die Insel. Oder kommt man da nur von den verlorenen Wäldern aus rein? Aber das fände ich schon wieder doof. Man kann es ja aber mal probieren. Okay, dann aufi. Ja. Da gucken wir mal. So, damit wäre es, wenn ich ertrinke und natürlich. Oh, ich mag Regen nicht. Oh, und hoppala, und. Was ist das? Das ist eine Leiche? Oh, Junge! Mann! Tausend Schleime?
eine... Da ist ja wohl ein Krog drunter. 100%ig ist ein Krog drunter. Opa. Hier kann man Feuer machen. Was holen wir uns wieder von der Jade? Ja. Ich glaube. Weißt du was? Wir warten mal bis Mitternacht. Natürlich gewittert das wieder. Aber sonderlich viel passiert hier aber auch nicht. Hat die Insel irgendeinen Namen? Hat sie. Aber bringt tut das alles nicht. Bis morgens. Du sagst, so, ja, Gott sei Dank, mir Regen nicht ausgeht. Ich beschwere mich nicht und wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.